Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part mit Sampdoria Genua. Heute mal wieder im Genua Outfit. Hab mir extra dieses Sampdoria Trainingshirt gekauft, irgendwie vom Let's Play. Und die letzten, weiß nicht wie viele Folgen, habe ich das komplett verpeilt, vergessen. Also heute mal wieder authentisch, wie ein Trainer nun mal so ist. Sogar die Trainingshose habe ich an. Ja, wir machen weiter und ja, die Transferphase ist zu Ende. Wir haben aktuell 5 Punkte Vorsprung in der Tabelle auf diesem Relegationsplatz, also die oberen Playoffs. Und dementsprechend können wir eigentlich optimistisch sein. Wir sind gut unterwegs. Es ist gerade ähnlich wie im Schalke Let's Play. Aber ja, wir müssen halt vorsichtig sein. Also im Endeffekt dürfen wir uns jetzt keine Schnitzer erlauben. Wir haben jetzt als nächsten Gegner Ternana Kalcz auf Platz 18, Catanzaro auf der 6, dann schon interessanter. Und ja, dann sehen wir, es ist jetzt noch einiges zu tun. Also wie gesagt, zu früh freuen sollten wir uns auf jeden Fall nicht. Das Positive: Wir haben hier wenig englische Wochen. Wir haben hier gegen Pisa eine und hier dann gegen Spal noch eine. Und das war es im Endeffekt. Das heißt, sollten wir jetzt kein großes Verletzungspech haben, dann dürften wir da eigentlich ganz gut durchkommen. So, mit welchem Personal spielen wir heute? Aufgestellt haben wir zuletzt eigentlich schon. Ich überlege jetzt gerade nur, ob ich Moussa Diarra eventuell doch noch statt Cimino spielen lasse, aber ich glaube, ich belasse es jetzt mal dabei. Und was ich mir noch gedacht habe, ich glaube, ich werde Gomez nicht in die Startelf tun, sondern auf die Bank tun und Sekulov auf der 10 spielen lassen, weil irgendwie ist es ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von Sekulov, den wir ja eigentlich als Backup geholt haben, wenn dann tatsächlich mal jetzt jemand verletzt ist, dass wir dann erst wieder auf einen neu verpflichteten Allstar setzen. So. Soweit, so gut. Also auf Esposito und auf Topalovic müssen wir verzichten. Das sind natürlich zwei sehr, sehr wichtige Spieler für unsere Offensive. Aber bin schon optimistisch, dass das trotzdem klappt. So, irgendwie habe ich schon wieder keinen Spielsound. Gut, jetzt geht's wieder. Passt. Das also die Jungs für heute. Und dann schauen wir mal, was wird. Muss dann generell noch auf Kommentare eingehen. Ich schaue jetzt in der Zwischenzeit, suche ich den mal kurz, den ich gemeint habe, während Sekulov hier beinahe gleich mal zur ersten gefährlichen Chance einleitet. Und hier Pauli mit dem Einwurf. So, und zwar, ich schaue, ob ich den finde. Während wir jetzt da kurz aufpassen müssen, Askildsen kann das gut klären hier fürs Erste, aber dann, boah, aus dem Nichts der Schuss an den Außenpfosten. Passt, Kommentar habe ich gefunden. So, jetzt bin ich wieder voll bei euch. Uah. Bis auf dass ich gerade wieder fast meinen Tee umschütt. Also wir sehen beide Mannschaften bisher mit jeweils einem harmlosen Abschluss. Wir mit einem ordentlichen Ballbesitz plus, also so gesehen. Mal ein solider Start in die Partie, aber ich würde mir halt schon auch ein paar bessere Torchancen hier wünschen. 5 Abschlüsse bisher, nur einer aufs Tor und der nicht wirklich gefährlich. Also beide Stürmer hängen ein bisschen in der Luft, beide mit der Note 6,6. Sekulov dafür 7,0, der macht sich ganz ordentlich auf der 10, also der nutzt heute mal seine Chance. Cimino, der das hier gut macht, links außen. Und dann ist Sekulov da, aber das war Abseits, oder? Und anscheinend wird nichts gecheckt. 36. Minute, wir dürften in Führung sein. Es hat massiv nach Abseits ausgesehen. Aber hier schauen wir nochmal. Cimino, der nach innen zieht. Also. Ihr könnt ja mal anhalten. Ich kann es jetzt schlecht machen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Meiner Meinung nach war das Abseits. Vielleicht war noch jemand am Ball dran oder der Ball kam nicht von ihm, sondern irgendwie doch vom Verteidiger. Ich habe es jetzt, aber ich hätte es jetzt nicht so gesehen. Das war meine einzige Erklärung irgendwie. Egal. Auf jeden Fall Ternana jetzt gleich mal in der Offensive mit einem richtig guten Abschluss, den Skerpen zur Ecke lenkt. Und De Paoli kann die Situation klären. Baku klärt. Aber generell für meinen Geschmack der Tabellen 16. hier viel zu stark. Dafür hier jetzt Estanis, der das 2 zu 0 macht.
Das war ein richtig cooler Abschluss von ihm. Also dann nutzen wir den Fehler eiskalt aus. Schauen wir nochmal auf die Entstehungsgeschichte. Da sehen wir hier, wie der Torwart abschlägt. Dann der kurze Pass, der abgefangen wird. Und Estanis ist dann mit dem guten Antritt. Und dann wird er nicht attackiert. Gomez verteidigt es nicht gut. Und ja, Estanis überlupft so quasi den Torhüter. Aber es für einen Lupfer fast wieder ja, zu fest war. Auf jeden Fall eine starke Aktion und damit jetzt die etwas deutlichere und beruhigendere Führung, weil der Nana immer wieder unangenehm gefährlich. So, ihr macht das großartig weiter so. Wie schaut es denn aus? Askill sind ein bisschen müde und von der Note her auch nicht so gut. Das heißt, das ist der erste Kandidat, den wir wechseln. Sonst sind wir eigentlich von den Noten her auch überall zufrieden. Also schauen wir jetzt einfach mal, wie das Spiel so läuft. Für Askilsen haben wir dann drei starke Leute auf der Bank. Und die nächste gute Offensivaktion, Montebago per Kopf. So, nächste Chance. Cimino mit dem Freistoß auf Benedetti. Der Torwart ohne Probleme. So, jetzt Faku mit dem starken Seitenwechsel. De Paoli, Sekulov. Und Sekulov kann seine starke Leistung krönen. In der 49. Minute schießt er zum 3:0 ein. Jetzt kann man schon mal so ein bisschen einen Blick auf die Bank werfen, wo wir gut wechseln könnten. Also gerade bei so einem Spielstand könnte man natürlich den Jimenez gut bringen, damit er Spielpraxis kriegt. Und ja, Erfahrung auf höchstem Level quasi, fast höchstem Level. Bava könnte man heute einwechseln, wenn es schon so deutlich ist. Aber schauen wir mal. Mané ist müde. So, und jetzt Ecke, Cimino. Benedetti. Wo ist die Lücke? So, De Paoli. Mané. Sehr ruhiger Spielaufbau hier von den Jungs, sehr ballsicher. Terzic geht auch kein Risiko ein. Cimino, guter Seitenwechsel im Endeffekt. Da ist Montevago und der war richtig gut gehalten. Hätte gezählt, war kein Abseits. 55. jetzt die Ecke von Cimino. Die wird geklärt fürs Erste. Estanis. Und Einwurf. So, ein paar Minütchen noch, dann werden wir die ersten Wechsel machen. Cimino zieht super nach innen. Er macht heute ein unfassbares Spiel, hat eine Note von 8,3, das alleine ja schon sensationell. Wieder Cimino. Askilsen drüber. So, ich werde die ersten Wechsel machen. Wir bringen den Davide Petella rein und wir bringen Jimenez. Und ich bringe für Askilsen, das ist jetzt die Frage, kann Bertini Metzala spielen, warum nicht? Den wollen wir ja fördern, den bringe ich jetzt lieber als einen Riedewald oder Rog. Ja, man muss sagen, also Ternana kommt zwar immer wieder zum Abschluss, aber das sind halt schon einfach hauptsächlich irgendwelche Distanzschüsse. Vielleicht haben die wirklich auch Schießen bei freier Bahn drin. Könnte ich mir vorstellen und das ist halt, ja, ich sage jetzt mal, wenn du als Abstiegskandidat beim den Tabellenführer zu Gast hast, dann wirst du halt wahrscheinlich nicht viele Chancen haben und dementsprechend halt versuchen, häufig abzuschließen und einfach aufs Glück hoffen quasi. So, jetzt sehen wir mal, ob sie es vielleicht jetzt schaffen in der Offensive. Das schaut nämlich gefährlich aus. Es ist auch hier wieder ein Distanzschuss, aber der ist dieses Mal unfassbar stark und schlägt damit unhaltbar für Skerpen ein. Jansens, ich glaube, der hatte 200 km/h grad, also das war fast unrealistisch. Das ist so wie wenn du bei FIFA die Schussgeschwindigkeit erhöhst. Also das war so Adriano Pro Evolution Soccer Niveau gefühlt. Kein Vorwurf an Skerpen, aus dem Nichts der Anschlusstreffer für Ternana. Aber das ist eben genau das, die haben halt... Als Sekulov mit dem 4-1, Wahnsinn, schön gemacht. Der macht ein sensationelles Spiel. Ja, das ist eben diese Taktik. Du hast halt
Distanzschüsse, die dann hauptsächlich ungefährlich sind, und dann hast du irgendwann halt mal wieder so einen dabei. Bertini mit der Flanke und Sekulov. Das hat er richtig stark gemacht. Unglaublich viel Gefühl. 9,6er Note. Und damit das 4:1. Ich lese in der Zwischenzeit mal kurz vor, was in dem Kommentar steht. Estanis. Gute Parade. DD hat geschrieben, dass er mit der Transferperiode zufrieden war. Er hätte sich gerne noch Kader auf Füller gewünscht, so kostenlose Laien zum Beispiel. Cimino würde er auch als Flügelverteidiger links trainieren lassen. Das habe ich, glaube ich, eingestellt. Und Mittelfeld und Sturm sehe ich ein wenig eng besetzt, da du ja schon zwei Ausfälle quasi nicht nachlegen kannst. Bei zwei Ausfällen nicht nachlegen kannst. So, Achtung. Cimino klärt. Ich soll schauen, ob es nicht vielleicht noch einen brauchbaren, gescheiten, vereinslosen Spieler zum Auffüllen gibt. Rook als Ersatz für Askilsen, da hätte ich bei längerem Ausfall eher Bauchschmerzen. Ja, deswegen habe ich auch heute den Bertini auf der Position gebracht, weil es im Endeffekt da ja auch brauchbar funktioniert. Und Montevago, warte mal ab. So. Was er noch geschrieben hat, ist, bei den beiden Leih-IVs kannst du jetzt mal nachschauen, ob du die Leihen verlängern kannst. Mané würde ich sogar bevorzugen, da Italiener. Ja, Mané wäre natürlich der Wahnsinn, weil der ja immerhin auch aus der eigenen Jugend hier kommt. Und Bava, die Zielstrebigkeit, die wollten wir checken mit Mentoring vielleicht in den Griff kriegen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr aufmerksam. Solche Kommentare mag ich immer extrem gern. Montevago eine 6,5 heute, den könnte man gut rausnehmen. Die Frage ist, ja, eigentlich könnte ich den Gomez bringen. Wobei Gomez bringe ich jetzt in dem Fall für Sekulov, der kriegt seinen Applaus. Und ich denke, dass ich heute einfach Valerio Bava bringe. Aber er ist so unfassbar langsam. Irgendwie habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ich finde, dass das noch zu früh ist, für ihn da jetzt generell zu spielen. Aber wen bringe ich sonst noch? Cimino möchte ich jetzt eigentlich durchspielen lassen, gerade wenn er so gut spielt. Lassen wir es unserer Rafa Marin für Facu noch rein, dass der mit der Leihe auch halbwegs zufrieden ist. Dazu muss er natürlich auch ein bisschen mehr spielen. Wobei, ich habe da mehr Rotationsspieler drin im Vertrag. Ja. So. Ecke Ternana. Tepsic klärt sie gut. Montevago mit dem Pressing. Schaut wieder nach einer netten Offensivaktion aus, das ist aber abseits. Nicht, das Ding zählt. Es wird auch nicht gecheckt. Haben sie den Videobeweis abgeschafft oder was ist da los? Und auch hier wieder gefühlt halt einfach jeder Schuss ein Treffer. Ja, kein Abseits, weil Tepsic so dasteht. Und damit, ja, das 2:4. Jetzt können wir sie mal beruhigen. Betella hat gerade eine gelbe Karte kassiert. Bertini per Kopf, Papu Kommas. Zieht gut nach innen. Boah. Das wäre ein geiler Treffer gewesen. Hätte ich ihm gegönnt. Und uns. Menes. Kein Problem für den Torhüter. Expected Goals Wert von 0,87 war halt schon wieder zwei Gegentore, vier Schüsse aufs Tor. Also mir fallen in diesem Jahr im FM einfach viel zu viele Tore, viel zu leicht Tore. Aber mir kommt das halt auch sehr subjektiv vor. Aber das hat auch schon jemand in den Kommentaren geschrieben, gefühlt ist halt irgendwie jede Chance, die man im FM sieht, ein Treffer. Da ist das 5:2 Montevago, der jetzt seine Leistung, die 6,3, ein bisschen rausreißt mit diesem Treffer hier. Da schaut der Torwart nicht gut aus, der Verteidiger nicht gut aus. Und ja, 7 Tore in dem Spiel heute. Haben wir zumindest was zu sehen bekommen. Solange wir so viele machen, können wir ja eh zufrieden sein. Das war's. Also im Endeffekt, eigentlich war es ein souveräner Sieg. Wie gesagt, mit der Defensive bin ich nicht ganz so glücklich, aber das ist auch im Schalke Let's Play so. Ich mache halt einfach viele Tore, aber zugleich kassiere ich halt auch viel zu schnell. Könnte man von der Taktik her natürlich etwas defensiver machen, damit man stabiler steht, aber er macht halt vorne auch deutlich weniger Tore. Sekulov mit dem Hattrick. Wahnsinn, dass ich den eigentlich auf der Bank gehabt hätte.
Jetzt hat er schon 6 Tore gemacht in der Saison. So, wir sehen, dass Venedig wieder mal gewinnt. Roberto Borgiano von Genua, 16 Jahre jung. Auf der Auswahlliste, der hat nur einen Jugendvertrag. Hat aber auch kein Interesse zu uns zu kommen. So, dann schaue ich jetzt nochmal kurz wegen der Zielstrebigkeit. Training, Mentoring. Defensive, da ist Bava eh dabei. Bedeutender Effekt von der Gruppe, also eigentlich sollte das klappen. Jimenez ist auch drin. Cimino ist auch drin. Und bei Cimino schauen wir als Flügelverteidiger. Ah, nicht mal. Vielen Dank für den Hinweis. Ist tatsächlich auf links. Auf Flügelverteidiger links. Auf Support. Soll er jetzt hier generell auch diese Fähigkeiten trainieren, die man dafür braucht. So, und dann schauen wir jetzt noch kurz, weil eben der Input kam wegen den vereinslosen Spielern in der Offensive. Wobei man jetzt wieder sagen muss, so gut wie Sekulov jetzt getroffen hat, ist es vielleicht wieder nicht notwendig. Aber ich schaue es uns gerne mal kurz rein. Ob man da irgendwas findet, was interessant wäre. So, das ist jetzt von der Altersstruktur her. Musa. Aus Gambia. 6 Spiele für Sevilla gemacht. Nehmen den mal auf. Zum Probetraining. Das ist ja interessant. So, ein paar deutsche Spieler. Ich schaue gerade auf bekannte Namen. Da sind wir vom Alter her dann schon nicht mehr ganz so interessant unterwegs. Wobei da gar nichts so Uninteressantes. Wenn dann bräuchte ich halt jemanden, der entweder der jemanden, der zufrieden ist, dass er einfach bis zum Sommer als Robert Beric, der einfach als notgedrungen irgendwie auf der Bank sitzt bei uns und dann halt nur vielleicht ein, zwei Mal reinkommt, oder jemanden, der uns dann halt auch wirklich längerfristig dann vielleicht ein bisschen helfen könnte. Ein Nationalspieler von den Färöer, 16 Länderspiele, aber auch 4 Tore, 71 Tore für Tórshavn. Den nehme ich mal auf, einfach was Lustiges. Aber der Musa wäre hier wirklich interessant, muss ich sagen. Len Jastremski, Bayern 2, ah ja, GRK. Naja, Philipp König. Ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Also wir haben ja gerade gesehen, dass Sekulov auch gut getroffen hat. Den Musa möchte ich mir anschauen, Beric und Justinussen. Beric halt natürlich, weil ich den aus seiner Zeit in Österreich noch gut kennen, auch wenn, also ich habe den bei Sturm halt als Mittelstürmer ganz cool gefunden, dass der dann zu Rapid gegangen ist. Das ist halt, ja, schmerzhaft. Der war ordentlich verhasst. Aber schauen wir mal, im Probetraining. Mehr Zeit Caldaras Versprechen zu erfüllen, na Gott sei Dank, sind wir froh. So, Taranto gegen Bari und Catanzaro gegen Cosenza. Nichts Wichtiges für uns. Achso, da stehen eh die Tabellenpositionen daneben. So. Aber jetzt freue ich mich, dass das Transferfenster mal zu ist, dass wir uns jetzt wirklich mal einfach auf uns konzentrieren können. Ohne große Ablenkungen auf die Mission Aufstieg. Übernahmegerüchte bei Sampdoria. Ja, bin ich mal gespannt. Lecco gegen Como, da können wir jetzt noch hoffen, dass Como vielleicht mal patzt. Auch wenn die Chance wohl nicht so groß ist. Mario Liminar läuft der Vertrag aus. Dann haben wir dieses belgische Sturmtalent von Genk. So, das sind jetzt vor allem eben Jungs auf der Auswahlliste, die wieder neu gescoutet werden. Tatsächlich patzt Como gegen Lecco, das ist natürlich für uns sensationell. Denn damit haben wir den Vorsprung auf 8 Punkte ausgebaut. Leute, Grund feiern auf jeden Fall. War eine gute Runde für uns. So, verliehene Spieler. Von der Durchschnittsnote her sehen wir Ivan Zayo mit den 3 Spielen, macht sich ganz gut. Telemonache ebenso. Ja, scheinen einige zufrieden zu sein. Antonio Marin macht sich auch ganz gut. Sind wir mal gespannt, wie das so weitergeht. Sobalovic wieder verletzt.
Jetzt war er wieder im Training 5 bis 8 Tage. Eigentlich nicht verletzungsanfällig. Kann man hoffen, dass sich das bald bessert bei ihm, weil das kann man natürlich nicht gebrauchen. Auch wenn Sekulow so gut trifft. Der wird jetzt einfach mal gegen Catanzaro wieder spielen und dann schauen wir mal, ob er seine Leistung vielleicht irgendwie, seine Form, seine gute halten kann. Martin Baiero oder Pajero von Udinese, aktuell auf der Transferliste für 40.000, die wollen den einfach nur von der Gehaltsliste haben, so wie es aussieht, wäre ein guter Zehner. Ist vom Gehalt her gar nicht mal unmöglich, deswegen tue ich den auf die Auswahlliste. Florian Flecker mit 29, ist mir fast ein bisschen zu alt. Juan Cruz, von Real Betis. Da müsste man halt schauen von der Position her, wo man den unterbringen kann, ob der zum Beispiel Stürmer spielen könnte. Schauen wir uns mal an. So. So, römisches Derby im Viertelfinale des Coppa Italia. Luis Alberto in der 99. Minute, also 9. Minute in der Nachspielzeit. Das ist natürlich auch krass. Schön spannend. So, für die U20 verfügbar. Könnte man jetzt theoretisch ein paar Probespieler verfügbar machen. Aber mache ich jetzt mal nicht. Schauen wir mal apropos auf die Probespieler. Also Justinussen macht keinen Sinn, vor allem körperlich leider. Den streichen wir. Musa. Solide, aber auch nicht mehr. Dass der bei Sevilla 6 Spiele gemacht hat, wundert mich ehrlich gesagt. Richtig spannend. Ich meine, er ist jetzt nicht komplett unbrauchbar. Die Frage ist, was der verlangen würde bis zum Saisonende. Ja, fast nichts eigentlich. Kurzen Vertrag bis 2026. Also bis zum Jahresende könnte man den schon nehmen. Registrieren kann man ihn nämlich auch als Notnagel. Ich kann den tatsächlich runterdrehen auf 5 Monate Gehalt. 5 Monate und keine Verlängerung. Ach Leute, ich mache das nicht. Da ist eher die Frage, ob man vielleicht den Lorenzo Conte sonst wieder nach oben zieht. Macht vielleicht mehr Sinn. Machen wir das einfach. Es hätte nur Sinn gemacht, wenn du jetzt wirklich jemanden kriegst, der uns sportlich dann besser weiterhelfen kann. Aber so kann ich ja mir den Conte auch gut vorstellen. Also bleiben wir jetzt mal bei der Variante. So, Robert Beric, Probetraining endet auch. Der wäre jetzt rein vom Fußballerischen her grundsätzlich ein bisschen interessanter, aber nein, nein, nein. Auch den brauchen wir als Notnagel nicht. Also wir bleiben jetzt dabei. Und schauen mal. Oder hoffen mal, dass es mit den Verletzten nicht so tragisch wird. Esposito nach wie vor kein Thema. Aber das passt ja eh. Montevago und Pedrola. Sekulow auf der 10 ist gut. Und ja, Conte leider momentan auch angeschlagen. Topalovic in 3 Tagen wieder da. Esposito auch. Das heißt, Conte fällt sogar noch ein bisschen länger aus. So, ich schiebe den Diarra jetzt wieder für Cimino rein. Der Rest bleibt so. Und wir machen weiter. Nächstes Spiel. Catanzaro. Tabellenplatz 6 oder 7 oder sowas. Das heißt, das ist von der Tabelle her schon gefährlich. Aber im Endeffekt halt auch wahnsinnig wichtig. Wenn es diese Partie gewinnt, dann kann man schon mal sagen, die werden uns wahrscheinlich nicht mehr einholen. Also schauen wir mal. Ich meine, 8 Punkte Vorsprung, das ist schon mal... Jetzt stellt sich das wieder ständig von selbst um. Das ist echt nervig. 8 Punkte Vorsprung, das ist schon mal ganz angenehm für uns. Auch wenn man sich nicht darauf ausruhen darf. Wichtige Balleroberung, die jetzt vielleicht in einem Konter endet. De Paoli über rechts auf Sekulow und der ist motiviert. Jetzt ist Montevago angeschlagen. Jetzt kann man nur hoffen, dass er durchspielen kann. Es schaut so aus, als würde es bei ihm gehen, als wäre es keine Verletzung.
Nur ein bisschen was abgekriegt. Wäre natürlich gut, wenn er weitermachen kann, weil dann können wir so bleiben. Sonst müssten wir halt Sekulov als zweiten Stürmer spielen lassen und jemanden auf die 10 bringen. So, Sekulov und De Paoli. Sekulov. Oh, gibt die Ecke. 12. Minute. Diarra. Die kommt nicht schlecht, aber zu zweit klären sie gegen Montevago. Aufpassen auf den Konter, aber da wird anscheinend nichts draus. Nächste Chance, De Paoli per Einwurf. Benedetti auf Askelsen. Da ist Montevago. Irgendwie gibt's echt, wird jetzt gar nichts mehr gecheckt. Vielleicht ist das alles so offensichtlich, ich sehe das alles nicht. Bin wahnsinnig kurzsichtig zum einen, zum anderen geht mir das einfach zu schnell. Alt bin ich ja auch schon. 35 seit letztem Sonntag, also. Ja gut, da steht der Sosa noch weiter hinten. Das hat Estanis gut gemacht. Der hat den Sosa so mit nach hinten gezogen, dass der dann im Endeffekt das Abseits aufgehoben hat. Deswegen ist es wichtig, dass du solche Wege als Stürmer auch gehst, obwohl du den Ball nicht kriegst. Sekulov, Askelsen. Boah. Knapp. Aber unfassbar guter Start der Jungs. Sehr souverän bisher alles. So, aufpassen. Benedetti kommt nicht ran und kein Problem für Kiel. Skerpen, da bin ich auch gespannt, ob für den vielleicht Angebote kommen, weil das war auch so ein Transfer von mir, wo ich immer gedacht habe, der könnte uns vielleicht dann auch ein bisschen Geld in die Kassen spülen, weil ich sage jetzt mal, ein Torhüter auf dem Niveau, ich möchte jetzt Skerpen nicht schlecht reden, der ist ein richtig guter und hat ein super Alter, aber ich sage jetzt mal, für den kannst du viel Geld bekommen und da kriegst du auf jeden Fall einen guten Ersatz und hast noch Geld übrig. Also, vielleicht kommt da ja noch was im Sommer dann. Niederländische Torhüter sind ja immer ganz beliebt, finde ich. Krass ist ja auch, was die Schweizer so für Torhüter rausbringen. Also das tut's mir. Da bin ich als Österreicher fast ein bisschen neidisch. Muss ich schon sagen. Weil wirklich eine klare Nummer 1 jetzt zum Beispiel auch im Nationalteam oder so haben wir schon ewig nicht mehr. Bin da von keinem Torhüter so richtig hundertprozentig überzeugt in Österreich. Leider. Da ist das Eigentor 2:0. Sosa trifft zum Leidwesen von Catanzaro. Da sehen wir Sekulov wieder seine Füße im Spiel. Diarra, der ihn gut mitnimmt. Und dann sehen wir, dass Sosa hier den Ball unhaltbar für den Torhüter Rossbach ins kurze Eck abfälscht. Und damit die 2:0-Führung. Sosa mit dem Einwurf. Jetzt probieren sie es in der Offensive. Ich habe gerade gedacht, dass das ein Elfmeter ist. Faku ist da ordentlich eingestiegen. Ich habe echt befürchtet, dass der jetzt fällt und ist aber zum Glück nicht. So, 2:0. Ihr macht das großartig weiter so. Die Frage ist, ob wir wechseln. Diarra eigentlich nicht wirklich gut, da könnte man dann Cimino bringen. Werden wir dann auch, aber ein bisschen später. Aktuell ja noch nicht wirklich ein Grund da, um irgendwas zu ändern. Mané passt gut auf. Askelsen köpft ihn raus. Ah ja, wegen der Leihe von Mané wollte ich jetzt auch mal schauen, ob das jetzt vielleicht ginge und den verlängern. Ich glaube, da muss man einfach ein neues Leihangebot abgeben mit Beginn Sommer. Aber bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie das genau funktioniert. So, De Paoli hält den Ball. Boah, De Paoli. Ah, für die Aktion würde ich ihn jetzt gerne auswechseln, aber das Problem ist, es bringt jetzt in dem Fall nichts, weil der Spieler das jetzt dann auch nicht checkt, dass das an dieser Aktion lag. Aber selten dämlich. 1:2
Wir schenken dem Gegner ein Tor. Und er hat 0,1 dafür Abzug bekommen. Also da solltest du normalerweise 2 Punkte Abzug kriegen. So, dann warten wir die Ecke ab. Ich wollte gerade wechseln. Diarra. Wieder Diarra. Und Montevago. Jetzt wollte ich gerade Diarra auswechseln, weil er eine schlechte Note hat und jetzt macht er einen Assist. Schauen wir mal, ob es zählt. Jetzt wird es nämlich gecheckt. Ja, passt. Das Ding zählt. Damit lassen wir dann den Diarra. Wobei 6,9 jetzt auch nicht der Burner ist. Und wenn man eben diese Vorlage abzieht, dann war das eine ziemlich überschaubare Vorstellung von ihm heute. So, Faku. Askilsen. Sekulov, na ah, schade. Tepsic, super aufgepasst. Diarra. Montevago. Sekulov. Und eigentlich fast ein Foul von an Estanis, aber der Schiedsrichter hat, glaube ich, weiterlaufen gelassen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob da unten was stand. Auf jeden Fall machen wir hier das nächste Tor. Damit würde ich jetzt sagen, dass wir mal den Jimenez bringen, weil da De Paoli müde ist und ja, jetzt auch nicht so super überzeugend heute. Und dann bringen wir den Bertini für Benedetti. Mit Diarra warte ich dann noch kurz ein bisschen, weil der hat sich jetzt gerade echt gefangen und ist vor allem noch fit genug. Sind ein paar andere Kandidaten gerade ein bisschen müder. Also wir sehen hier nochmal Sekulov. Und ja, Schiedsrichter hätte das, glaube ich, nicht gepfiffen. Zeigt er zumindest keine Regung, dass er da irgendwie in die Richtung greifen würde. Bertini mit dem Freistoß. Zumindest in der 69. Minute. Ich mache die nächsten zwei Wechsel gleich. Askilsen mit einer gelben Karte. Bringen wir uns den Riedewald. Und was machen wir noch? Bringen wir uns jetzt den Cimino für Diarra. Der darf hier gleich mal die Eckbälle übernehmen. Und was macht Estanis in der Situation? Sowas ärgert mich auch so sehr. Jimenez mit einem super Tackling. Richtig gut gemacht. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir da hinten jetzt gut rausspielen, dass jetzt nichts passiert. Riedewald, super Pass auf Sekulov. Cimino, Montevago. Und gute Parade von Torhüter. So. Jetzt nehmen wir noch den Mané raus, weil der wieder ein bisschen müde ist und bringen den Betella. Den müssen wir auch bei Laune halten. Super von Betella gemacht. Estanis wird da leider getackelt von gefühlt 4 Leuten gleichzeitig. Sosa, super Tackling von Sekulov. Also Sekulov nutzt das halt jetzt komplett mit der Verletzung von Topalovic. Cimino links außen. Und da ist Estanis per Kopf. 5-1 wird gecheckt. Aber wieder super gespielt. Also die Jungs sind gerade on fire. Das ist frech. Tor zählt. Wahnsinn. Es war stark gemacht von unserem Linksverteidiger Cimino. Also jetzt bin ich wirklich froh, dass wir da links hinten niemanden bekommen haben und dass der seine Einsatzzeit kriegt, weil er nutzt sie momentan wirklich. Also rein so von der Form her hat er Diarra im Moment rausgespielt aus der Mannschaft. Und das für einen Jugendspieler mit 20 finde ich schon ganz cool. Ich finde schade, dass seine Entwicklung generell hier von den Pfeilen her nach unten zeigt, aber ich hoffe, dass sich das noch ändert. Und ja, wie gesagt, bin eigentlich echt extrem zufrieden. Gut, 5-1. Wahnsinn. Jetzt wird es nur
noch spannend, wie die Konkurrenz gespielt hat. Also wir sehen, Pisa hat gewonnen, Como hat gewonnen, Hellas Verona hat gewonnen, Frosinone hat noch nicht gespielt, Venezia auch nicht. Okay, das heißt so, im Endeffekt hat sich da vorne nichts geändert, nur dass natürlich die Konkurrenz jetzt eine Partie weniger hat, um aufzuholen. Also so gesehen ist es für uns schon ganz ordentlich gelaufen, muss man sagen. So, gut, jetzt ist der Part eh schon so lang, jetzt beende ich ihn. Vielen Dank fürs Einschalten, war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao.